Die neue Winterkiste auf Griefer Games, was das ist, was sie beinhaltet und wo man sie bekommen kann, zeige ich dir in diesem Video. Wenn dir dieses Video heute auch gefällt, zeig es doch gerne mit einem Abo und aktiviere auch die Glocke, weil du dann nämlich halt immer auf dem neuesten Stand zu Mystery Mod und Griefer Games bist und somit nichts mehr verpasst. Jetzt will ich aber sagen, dass wir direkt mit dem Video anfangen. Ja, die Winterkiste auf Griefer Games ist jetzt endlich draußen. Oh, hallo? Oh, der hält ein Drachenei. Wenn er das jetzt droppt, Alter, dann pay ich dem 90k. Okay, er ist weg, schade. Naja gut, wo findet man die Winterkiste? Die finden wir beim Case Opening, falls ihr selbst eins habt. Dann auf euren Plot oder auf einen anderen. Oder direkt am Spawn auf einem City-Bild. Und dann können wir hier entweder hier vor oder dahinter gehen. Und hier finden wir die Winterkiste ganz oben rechts. Wenn wir jetzt mit Rechtsklick da draufklicken, dann sehen wir, was die alles beinhaltet. Also was hier alles drin ist. Also hier ein bisschen Bargeld, ja. 3500. Hier Aufzüge, die sieht man ja mit dem Mystery Mod. Alles rund um Mystery Mod findet ihr in der Playlist hier oben. Ich habe schon ganz viele Videos zum Mystery Mod gemacht und es werden auch noch ganz viele kommen. Zufallsrandwandboden gibt es auch. Es gibt verzauberte Bücher, also verzaubertes Wandbuch. Geld, also 1000 Dollar für alle. Dracheneier, natürlich. Es gibt Booster, 50 Stück. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Es gibt Lucky Blöcke und es gibt ein Nether Quarzerz als erstes. Die Klinge von Graf Bonze. Und noch vieles, vieles mehr Winterfarbe. Also ganz viele Mystery-Mod-Dinge. Und es gibt auch, was ich gesehen habe, 5000 Dollar für alle. Also Geld, Booster, Mystery-Mod und Items. Perks gibt natürlich auch. Nachtsicht-Perk, Gepottbar-Perk gibt es auch. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge. Ihr könnt auf Griefer Games auch selbst mal hier reinschauen und gucken, welche Items ihr am besten findet. Man kann durch die besonderen Zufallskisten diese Winterkisten bekommen. Die Zufallskisten, die habe ich sogar noch. Und da wird es auch irgendwann ein großes Case-Opening geben, weil ich habe schon 92 Wortkisten, 5 epische und Möbelkisten. Naja, gut, habe ich nicht. Aber trotzdem, von den Zufallskisten. Die Zufallskisten hat man bekommen mit der Spielzeit, die man hat. So viel zu den Winterkisten. Was haltet ihr denn von diesen Winterkisten? Schreibt mir gerne in die Kommentare und abonniert auch sehr gerne den Kanal und aktiviert auch die Glocke, um nichts weiter rund um Griefer Games und Mystery Mod zu verpassen und halt immer auf dem neuesten Stand zu sein. Die ganzen News, Tutorials und Let's Plays findet ihr natürlich auf diesem Kanal. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.